Gegen den 1. FC Union musste heute Nachmittag abgebrochen werden. Gewalttätige Ausschreitungen von Hooligans. Das war wohl zu befürchten. Sportlich ging es bei dem Lokalderby eigentlich um nichts mehr. Aber das ist den Prügelfreunden ja ohnehin Schnuppe. Sie wollen ihre Schlachten. Zynisch könnte man sagen, prima Generalprobe für Hooligans und Polizei, so kurz vor der WM. Aber was Daniel Gesche sah, war nun alles andere als ein Spaß. Es waren exakt 75 Minuten gespielt, dann brachen beim Stand von 1:1 alle Dämme. Einige Zuschauer versuchten, die Zäune aus den Angeln zu heben. Anhängern beider Vereine gelang es, in den Innenraum zu stürmen, bereit zur gewalttätigen Auseinandersetzung. Innerhalb von wenigen Sekunden entwickelte sich eine Massenschlägerei. Sogenannte Fußballfans schleuderten Gegenstände und Sand in Richtung Polizei. Die schien sichtlich überrascht vom Ausmaß der Gewalt. Tumulte auf den Rängen, der Ordnungsdienst des BFC Dynamo total überfordert. 30 Minuten lang versuchte die Polizei, die Lage wieder in den Griff zu bekommen. An die Fortsetzung der Partie war nicht mehr zu denken. Spielabbruch lautete dann die Entscheidung und jeder der Verantwortlichen suchte danach die Schuld bei den anderen. Wir haben mehrere Sicherheitskonferenzen durchgeführt und auch unter Teilnahme insbesondere der Polizei und auch federführend mitgewirkt hat die Polizei bei diesem. Und ich muss ganz einfach sagen, die Polizei hat heute leider versagt und da wird mir Angst und Bange vor der WM. Schwere Vorwürfe, 26 Tage vor der Fußball-WM, doch die Polizei wies die Vorwürfe zurück. Das Sportforum Hohenschönhausen für ein derart brisantes Spiel, das falsche Stadion. Der BFC Dynamo wollte hier spielen, hat sich wohl kategorisch geweigert, in den Jahn-Sport auszuweichen, weil dort aus weitaus größere Sicherheitsmöglichkeiten sind. Und der Nordostdeutsche Fußballverband hat diesem Wunsch nachgegeben, hat ja sogar die Saison verlängert und hat dieses Spiel heute hier in diesem Stadion, damit die Einnahmen für den Verein durchgeführt werden können, akzeptiert. Der Nordostdeutsche Fußballverband also hatte die Partie auf Wunsch des BFC Dynamo im eigenen Stadion angesetzt, statt in das sicherere Jahn-Stadion auszuweichen. Wenn ich aus dem Rathaus komme, bin ich immer schlauer. Nach dem heutigen Stand würde ich sagen, war es eine Fehlentscheidung, man hätte im Jahnstadion spielen sollen. Dem BFC Dynamo drohen nun heftige Sanktionen. Der Image-Schaden für den Fußball so kurz vor der WM ist groß.